Die Narren sind los. Nach 2 Jahren Corona-Pause feiern wir wieder die 5. Jahreszeit. Mit starken Choreos, bunten Kostümen, Kamelle und ganz subtilem Humor. Aber können wir Fasching überhaupt noch nach der Pandemie und nach der Autoattacke von Volkmarsen? Nach 2 Jahren Corona-Pause sollen jetzt endlich alle Leute Spaß haben, feiern. Es ist toll, wieder rauszukommen auf jeden Fall. Und was wirklich gut ist, dass man keine Masken mehr tragen muss. Da wir immer nach Volkmarsen gehen, war halt bedrückt, ne? Bedrückte Stimmung, aber das passiert heute nicht mehr. Wir von Das Thema, euren YouTube-News der Hessenschau, haben das närrische Treiben im Straßenfasching für euch genau observiert. 11 Schüsse und dann rollt er los. Der Rosenmontagsumzug in Fulda. Hier haben sie den längsten, behaupten sie stolz. 258 Zugeinheiten, 180 Fußgruppen, 61 Fahrzeuge und Motivwagen, 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gibt nichts Besseres, oder? Bei dem Wetter? Genial! Man merkt auch, dass die Leute alle wieder Freude haben, dass sie wieder gerne weggehen, dass sie wieder weggehen können. Und man sieht es ja am Publikum, es ist einfach toll. Man sieht es auch, die Leute stehen bis an den Rand dran. Und ich denke mal, die Straßen sind voll und das Ergebnis, was wir heute sehen, ist einfach das, was wir nach 2 Jahren vermissten und gelebter Vorsitz einfach heute haben. Enorm der Nachholbedarf bei den Fuldarern. In den vergangenen 8 Jahren musste der Umzug 4-mal ausfallen. Nicht nur wegen Corona, auch 2-mal wegen des Wetters. Jetzt blühen die Fuldarer Jecken wieder auf. Die Stadt ist in diesem Jahr Gastgeber der Landesgartenschau. Ja, Wahnsinn. Auch die Menschenmassen, die in den Straßen heute stehen. Wir haben ja, glaube ich, mit 80.000 Besuchern gerechnet. Ich glaube, es könnten noch ein paar mehr sein, sogar am heutigen Tag. Weil so voll habe ich den Rosenmontag selten erlebt bislang. Wir haben gar nicht genügend Tulpen und Blühsamen. Das wird nicht ganz ausgehen heute. Läuft also in Fulda. 90.000 Zuschauer, so die Polizei. Das ist hier neuer Rekord. Wo und wie feiert ihr Fastnacht? Wir sind neugierig, schreibt es uns in die Kommentare. Fastnacht und Gesellschaftskritik gehören auch dieses Jahr eng zusammen. Das zeigt sich eindeutig hier in Frankfurt. FIFA-Chef Infantino muss am Faschingssonntag ganz schön was einstecken, bekommt den Po getätschelt, behaupten die Narren. Auch der ehemalige Oberbürgermeister Peter Feldmann wird von den Jecken verabschiedet. Und Putin verschluckt sich an der Gier und versagt trotz aller Machtgeilheit. Corona und die ganz entspannt durchgezogene Gesundheitspolitik der Zukunft ist hier in Gießen Thema. Feucht, fröhlich und wild geht es in Fritzlar zu. Die Jecken rufen Alarv, trotz Energiekrise, und haben ihren Spaß. In Wetzlar stimmt die Stimmung ebenfalls. Nicht zuletzt, weil die Kids auch voll dabei sind. Und auch in Volkmarsen ist der Karneval zurück. Immer sehr, sehr super, da schon morgens gleich angefangen wird und dann geht es immer heiter weiter. Die Musik ist super. Endlich wieder super, toll, klasse und das Wetter, das passt ja gerade, oder? Schoi! 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 Die Corona-Zwangspause ist um und die Sonne vertreibt die langen Schatten der Vergangenheit. Der Rosenmontagszug geht diesmal rund 3,5 Kilometer durch den historischen Ortskern und führt nicht am Tatort vorbei. Ihr erinnert euch? Vor 3 Jahren rast am Rosenmontag ein Amokfahrer mit seinem Auto in eine Menschenmenge rein. Fast 90 Menschen wurden teilweise schwer verletzt, darunter 26 Kinder. Klar, dass heute an der Amokstelle nicht gefeiert wird. Zu schrecklich die Erinnerung. Lass uns weitergehen. Ich muss weiter. Wenn man das wieder so in den Kopf reinkriegt, es ist nicht schön, daran zu denken. Wirklich nicht. Ich habe das so unterdrückt, aber weiß ich nicht. Irgendwie weg ist es nicht. Und deswegen sieht man ein Kostüm heute öfters. Die Polizei zeigt Präsenz. Außerdem ist die Volkmarser Innenstadt zur autofreien Zone erklärt worden. Fahrzeugsperren an allen Zufahrtsstraßen. Die schreckliche Amokfahrt vor 3 Jahren soll heute keine Macht mehr haben. Es ist Karneval und jetzt erst recht. Wer nicht aus Trotz weitermacht, ne? Weiß ich nicht. Der hat dann doch nicht so viel mit Karneval am Hut, glaube ich. Wir sind ja Volkmaser, also das passt schon jetzt. Doch,
Und deswegen denke ich, dass heute alle eher die positiven Erinnerungen im Kopf haben und gerne feiern. Unseren letzten Blick am Rosenmontag werfen wir nach Seligenstadt. Während Corona ging ja nichts. Da ging nichts, ja. Und jetzt fühlt sich's anders an. Noch schöner, noch besser. Noch verrückter. Ja? Ja, weil die Leute das wollen. 2-3 Jahre ausgesetzt. So einen schönen Rosenmontagszug habe ich jetzt seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Fazit: Jeck, zuversichtlich und auch mal kritisch. Fasenacht, Fasching, Karneval, feiern. Alles können wir noch. Lasst ein Like da, wenn ihr das auch so seht.